so Pille erstmal, ne? Heute mal wieder Großbrauerei-Bier, aber egal. Worum geht's heute? Heute geht es um The Human Rain und deren Album, da muss ich jetzt ablesen, das ist ein bisschen länger, ne? Descending Upon the Oblivious. Ja, genau. Ist das dritte Album, na, eigentlich das zweite, kam erst eine Mini-LP, dann 2016, meine ich, kam das erste Album, jetzt 2020 das zweite. Wenn dieses Review online geht, dann ist das, glaube ich, auch noch gar nicht draußen. Oder doch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hören wir jetzt mal rein. Perish or Subdue heißt der erste. Oh, kein Intro, direkt rein. Sympathisch. Geile Produktion. Fällt mir direkt auf. Jetzt. War so klar, dass es einmal kurz Luft holen und dann reingehen in das Gehacke. Das ist richtig fett und fies produziert. Sehr schön. Oh, jetzt. Ah, komm an meine Stellen, ne? Double Bass durchtreten. Snare schön. Langsam anschlagen. Oh. Kein Pitch-Shifter, schöne Oldschool Vocals, schön grunzi grunzi. Das gefällt dem Minister, das findet er gut. Pink. Ja, vor allen Dingen die Snare knallt sehr, sehr, sehr schön. Fast schon, wenn am Hacken ist, ne? Fast schon so wie so ein Maschinengewehrfeuer. Aber das ist halt geil, ne? Das könnten sie auch ruhig noch mal ein bisschen länger spielen. Aber die CD hat ja 12 Tracks. Insgesamt, wie viele Minuten haben wir hier? 44 Minuten. Gucken wir mal, hören wir noch was anderes rein. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht so schlecht, ne? Prelude to Aberration. Ein bisschen langsamer, kann ich mal erklären, ist auf FDA Records rausgekommen, aber die nennen sich ja jetzt Records. Rico, warum hast du den Namen geändert? Ich fand das früher so lustig, weil Records, das ist ja so Mundart, ne? Deutsche Mundart, das fand ich immer ganz witzig. Und für mich heißt das auch immer noch FDA Records. Gutes Label, bringt sehr, sehr viel Titan Scheiß raus. Viele Bands wandern leider ab, auch wenn die da ein bisschen größer geworden sind, finde ich schade. Sulfur Eon ein Beispiel. Ja, aber. Achso, jetzt habe ich hier nur so ein Interlude. Machen jetzt auch wieder viele Bands, ne? So Zwischenspiele. Fand ich schon immer geil. Wird es auf unseren Scheiben, also auf den Fickerscheiben, wird das auch immer geben, dass man so Instrumentals oder kleine Zwischenstücke hat, weil ich finde, das trägt sehr viel zur Bildung von Atmosphäre bei. Ja, das war jetzt heute so ein 40 Sekunden. Interlude. Dann machen wir Repay Your Debt in Blood. Ja, kann ich mir live auch gut vorstellen. Das ist sowas, was live sehr gut kommen kann. Für Jungs sind das wir hier fünf Jungs. Klassische Besetzung, zwei Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang. Klassischer kann man das eigentlich gar nicht machen, was besetzungstechnisch Death Metal angeht. Okay, man könnte nur eine Gitarre haben, aber bei sowas braucht man schon zwei, um halt auch diese Fettigkeit, dieses Fette rauszubringen. Außerdem kann man da noch ein paar Melodien mit der anderen, mit der Lead-Gitarre drüber zocken. Ist gar nicht so schlecht. So, was haben wir? Jetzt haben wir hier noch ein Interlude. Das reizt mich ja, ne? Das muss ich hören irgendwie. Noch eins. Ein ganz kleines. Das geben wir mal rein. Hier ist einfach nur so seichte Töne. Und wenn man sich das Cover anguckt, dann passt das da eigentlich schon. Jetzt hier. Hier wie John Sinclair, ne? Kennt ihr noch John Sinclair? Das Monster vom Cover kommt jetzt um die Ecke. Jetzt kommen hier Eternity's Embrace. Hacke, hacke, hacke. Aber wie gesagt, nicht so viel Hacke, lieber dieses Mittempo-Zeug. Ich meine, klar, kann jetzt natürlich sein bei 12 Songs, dass ich mir die Hacke-Sachen rausgesucht habe, dass da ganz viel Mittempo drin ist. Wird wahrscheinlich auch eher drin sein. Jetzt hier schön so ein Abtempo-DB-Zeugs. Wieder hacken. Kann natürlich sein, dass diese Mittempo-Sachen da drin sind, die ich aber dann nicht sehe oder höre.
ist ja auch wurscht. The Human Rain. Sehr, da, sowas. Ein bisschen rolliger Rhythmus, sehr gut. Ping. Ja, The Human Rain. Ihr wisst schon oder ihr hört schon, worauf das hinausläuft. Kann ich tatsächlich empfehlen, wenn ihr ja oldschooligen Death Metal mit neuererem Anstrich, einer knalligen Snare und schönen, fetten Oldschool-Vocals mögt, dann ist der Human Rain auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Gibt's bei FDA Records, steht alles natürlich in der Beschreibung. Ne? Könnt ihr euch dann zulegen oder auch nicht. Oder einfach mal, ja, da bitte, da haben wir es nochmal. Zum Abschluss. Dun, dun, dun. So mag er das. Genau so muss das sein. Sehr schön. Schöner Abschluss. Deswegen sage ich jetzt nochmal, ne, zu viel Internet ist ungesund. Zu viel Oldschool Death Metal von FDA Records. Niemals. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und jetzt abschalten, ne? Abschalten. Ping, ja, und abschalten.